Was will eigentlich Satan, der Teufel, der oberste Dämon? Was ist eigentlich sein Ziel? Satan steht in einer direkten Beziehung der Feindschaft zu Jesus Christus, explizit zu Jesus Christus, Gott dem Sohn. Seine Beziehung zu Gott dem Vater und zu Gott dem Geist wird nicht näher spezifiziert. Es ist explizit eine Beziehung der Feindschaft zu Jesus Christus, Gott dem Sohn. Warum? Jesus Christus hat den Namen, der über jeden Namen ist, und jedes Knie wird sich vor Christus beugen und jede Zunge wird bekennen, dass er Herr ist. Soter, das ist ein Synonym für Gott. Also alle Anbetung und Verehrung gebührt Jesus Christus. Er hat die allerhöchste Position. Und genau diese Position, diesen Namen will Satan. Er will alle Anbetung und Verehrung, die Gott gebührt. Und deshalb hat Gott ihn verurteilt zur ewigen Gottesferne im Feuersee, obwohl das Urteil noch nicht vollstreckt wurde. Das wird in der Zukunft vollstreckt werden. Aber er will die Anbetung von Seiten der Engel, von Seiten der Menschen und sogar von Seiten Christi. Das hat er probiert, aber es hat nicht funktioniert. Die Verehrung von Seiten der Menschen hat zwei Aspekte. Zum einen eine direkte Verehrung und Anbetung von Seiten der Menschen. Das sind im Prinzip okkulte Menschen, Satanisten, die direkt den Teufel Satan anbeten und verehren. Und zum zweiten aber auch die indirekte Verehrung. Was heißt das? Der Teufel bringt Dinge in diese Welt hinein, die von Christus ablenken. Und das sind Dinge, die die ganze Gesellschaft durchdringen. Wissenschaftliche Theorien, Ideologien, Weltreligion, Unterhaltungsindustrie, Musik, Filme und viele, viele Dinge mehr, hinter denen aber der Teufel selbst steht, Satan selbst steht. Und in dem Moment, wo die Menschen, anstatt sich für Christus, sich für solche Dinge entscheiden oder sich ablenken lassen, von Christus ablenken lassen, von solchen Dingen, in dem Moment verehren sie indirekt Satan, der hinter diesen Dingen steht und der die Menschen mit einer List verführt und ablenkt von Christus. Deshalb bist du in dem Machtbereich des Teufels, in dem Machtbereich der Finsternis. Du kannst aber aus diesem Machtbereich heraustreten, herausgerettet werden durch Jesus Christus, indem du Jesus Christus annimmst als deinen Retter, und dann wirst du errettet aus dem Bereich der Finsternis. Nutze die Chance, nimm ihn heute an als deinen Retter.